Was taugt man in Psychiatrie? Psychiatrie ist für mich halt ein anderer Zugang zum Menschen als Arzt irgendwie. Also ich habe einen Turnus gemacht und die Allgemeinmedizinerausbildung und da hat für mich irgendwie immer entweder die Zeit gefehlt oder ich habe einfach nicht gewusst, worum es gerade geht beim Menschen an sich. Zwar schon was hat er vielleicht, also weiß nicht, irgendeine Lungenentzündung oder so weiter, aber was eigentlich das dahinter steht oder an was er leidet, das habe ich eigentlich wenig gewusst. Ja. Und wir beschäftigen uns eigentlich nur damit, was eigentlich so wirklich das ist, was die Leute haben, was wirklich in einer vorgeht. Und also das ist dieser eine Aspekt, also einfach wie man mit den Leuten tut und wie nahe man ist und wie viel man erfährt von ihnen. Und das andere, was halt so irgendwie auch mein großes Thema ist, ist einfach, dass ich das Gehirn als sozusagen Organ der Psychiatrie, so blöd das jetzt klingt, aber das finde ich einfach extrem geil, wie das funktioniert und das ist so spannend und man kennt sich eigentlich überhaupt nicht aus, was das macht, aber wir sind halt so mittendrin und wir sind eben an dieser Schnittstelle zwischen Seele, was auch immer das ist, ja, zwischen Verstehen, zwischen Erklären, also man weiß nicht, es ist alles im Fluss in unserem Fach. Man kann sie austoben auf organischer Ebene, man kann voll in das Psychosoziale abdriften. Jeder hat so seins, das am meisten taugt. Und was uns, glaube ich, schon unterscheidet von der übrigen Medizin, ist einfach, wir sind keine Maschinenmedizin. Wir gehen auf die Leute zu, wir schauen uns nicht nur das Labor und unser Röntgenbüdel an, machen wir auch natürlich, ja, aber uns geht es darum, das irgendwie in einem Ganzen zu sehen, ja, und das auch einzuordnen, was bedeutet das, und wir relativieren viel. Unsere Diagnosen sind halt nicht auf Stein gebaut, ja, sondern wir sehen die im großen psychopathologischen Zusammenhang und so, und das taugt mir extrem, ja, und genau, ja. Das ist eigentlich so das grob das. Und ja, und was schon extrem gut ist, wir arbeiten so multidisziplinär mit anderen Fächern und vor allem auch mit den unterschiedlichen Berufsgruppen auf der Psychiatrie zusammen. Und das hat einfach eine riesige Qualität. Ja. Das ist für mich das, was ich in der Psychiatrie eigentlich das Coole finde. Ja.